Erzwungene Schwingungen und Resonanz. Ich glaube, es ist wichtig, zu Anfang hier den Link anzugucken. Also, ich schreibe das mal schnell nochmal hin. Den Link. Leute, guckt euch das an. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wenn ihr dann das angeschaut habt, das Video wartet hier. Also, ihr könnt hier ruhig raufklicken, das Video starten, das andere. Da seht ihr, was das bedeutet. Und dann könnt ihr hier wieder zurückkommen und. Jetzt kommen wir zu der Erklärung, wenn ihr zurückgekommen seid. Ich habe also in dem Video auch gezeigt, dass ein Erreger einen Schwinger durchaus zum Schwingen bringen kann. Erreger, das kann in Form von Kraft sein, das kann können elektrische Impulse sein oder was auch immer. Ich habe hier auf der Y-Achse die Amplitude abgetragen. Die kann irgendwie sein. Die hat jetzt keinen bestimmten Wert, nicht irgendwie Amplitude so und so viel Zentimeter oder Meter. Und ich lasse die Erregerfrequenz mal steigen und behalte aber die Amplitude bei. Also die Amplitude ändert sich nicht, die wird nicht größer. Nur ich lasse den Erreger immer schneller schwingen. Die Eigenfrequenz des Resonators, der also erregt wird, zum Schwingen erregt wird, die Eigenfrequenz, die sei mal hier, und in der Nähe der Eigenfrequenz fängt der Resonator ganz stark an zu schwingen. Sieht man schön in diesem Video, wie gesagt. Hier, wie gesagt, hier oben gucken, das lohnt sich. So, und wenn ich es mit einem ungedämpften Resonator zu tun habe, dann wird die Amplitude sehr schnell drastische Größen erreichen. Deswegen dämpft man im Allgemeinen in der Technik oder nicht nur in der Technik, auch für den Gesundheitsschutz des Menschen oder was auch immer, dämpft man solche Resonatoren. Wenn es also zum ungewollten Resonanzfall kommt, kann das nämlich sonst die Zerstörung des technischen Bauwerks oder was auch immer oder unserer Wirbelsäule oder zur Folge haben. Daher die Dämpfung. Ein einfaches Beispiel ist Stoßdämpfer. Wenn, es ist ganz selten mittlerweile, der TÜV passt sehr auf, aber manchmal sieht man Autos, da hoppeln die Räder ganz doll und schwingen sich richtig dolle auf. Dagegen sind Stoßdämpfer, damit die Räder eben den Fahrbahnkontakt behalten und nicht andauernd, weil sie ja aus Gumminummer sind, über die Fahrbahn hüpfen. Sitzdämpfer, ganz typisch, wenn ihr mal seht, wie ein Truckerfahrer in seinen Truck einsteigt und sich dann auf den Sitz niederlässt, dann geht er ganz langsam runter. Das ist auch dafür da. Jetzt stell dir mal vor, der hätte diesen Sitzdämpfer nicht, zwar Stoßdämpfer, die in Ordnung sind, und er durchfährt einige Bodenwellen. Dann würde der da in dem Truck hoch und runter hüpfen und könnte gar nicht mehr richtig kuppeln oder Gas geben oder was auch immer. Also solche, und nebenbei, wenn solche Stöße andauernd auf den armen Truckerfahrer einwirken, dann geht es ihm natürlich irgendwann auf die Wirbelsäule. Aber auch Schwingungstilger sagt man dazu, also Tilgen von Schwingung. Bei Brücken sind solche Stoßdämpfer, solche dämpfenden Elemente. Das seht ihr oftmals, wenn ihr irgendwelche Brücken überquert, dass da so komische, so eierförmige Gewichte, und zwar in ganz komischen Abständen, gar nicht mal schön regelmäßig, an diesen Streben in diesem Fall ist es eine Hängebrücke, befestigt sind. Die verhindern das sogenannte aerodynamische Flattern. Das aerodynamische Flattern könnt ihr selber nachmachen. Ihr nehmt einfach mal ein Blatt Papier in die Hand und pustet mal relativ kräftig drüber. Dann fängt dieses Blatt Papier an zu flattern, richtig zu schlackern. Und das Gleiche passiert auch bei starkem Wind mit Brücken. Damit es eben nicht passiert, auch damit diese Träger hier nicht anfangen zu schwingen, auch damit die Brücke nicht anfängt zu schwingen, haben die überall solche Schwingungstilger eingebaut. Was im Resonanzfall passiert ist, tatsächlich passiert ist, dazu bringe ich zum Schluss noch einen Link an. Schaut euch mal diese Brücke an. Die arme Brücke ist damals nur durch Wind zerstört worden. Höchst interessanter Fall, aber hätte zur Katastrophe werden können. Lustigerweise rennt da noch ein Gutachter drauf rum und der hat es dann auch sein lassen und ist langsam zurückgegangen. Der hat damals sein Auto sogar noch stehen lassen müssen. Er hat sich also nicht mehr mit dem Auto zurückgetraut. Werdet ihr alles sehen, jetzt zum Schluss sind diese Links angebracht. Ich hoffe, ich konnte zum Verständnis auch mal für erzwungene Schwingungen und Resonanz beitragen. Bis denn, tschüss.